Buenos Dias, Leipzig. Heute kämpft ein Spanier mit seinen Tapas um den Wochensieg. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al Bustamante. Olé. Für Robert ist sein Lokal ein Stück spanische Heimat. Schmeckt das dem Italiener? Also mir war wirklich das Rindfleisch zu trocken. Überzeugt Robert die kritischen Mitbewerber? Da fehlt mir das spanische Temperament. Da habe ich wieder was Wichtiges vergessen. Diese Woche führt unsere Gastrotour durch Leipzig. 5 Mitstreiter wollen beweisen, dass es hier mehr gibt als Auerbachs Keller. Ignazio zeigte an Tag 1 im Romeo e Giulia, dass er mit Amore italienisch kocht. Gestern bot Anna im Wegele vegane rohköstliche Küche to go und to sit. Silvias Lulu Lottenstein lockt morgen in Leipzigs Ausgehmeile mit frischen Gerichten. Und der krönende Abschluss, das Goliser Schlösschen und Mikes modern sächsische Küche. Bergfest der Leipzig-Woche. Das Wegele liegt vorn. Heute stehen im Bustamante Tapas, Tinto und spanischer Charme auf der Speisekarte. Das Restaurant liegt in Kleinschocha, einem historischen Ortsteil im Leipziger Südosten. Schneidet hier außer dem weltbekannten Serrano-Schinken auch das Lokal gut ab? Herzlich willkommen im Bustamante. Wir sind hier in einer stark befahrenen Straße in Kleinschocha. Aber das macht nichts. Hier drin ist recht kuschelig. Kommt rein in den kulinarischen Salon. Tatsächlich wähnt man sich mitten in Spanien, wenn man Roberts Salon betritt. Liebevolle Details, wohin das Auge blickt. Bustamante ist mein Nachname, ist ein spanischer Nachname meiner Mutter in dem Fall. Im Bustamante scheint fast alles so persönlich wie der Name. Im Bustamante steckt sehr viel Liebe, sehr viel Geschichte. Es ist für mich das Wohnzimmer meiner Vergangenheit in Spanien. Es ist ein Stück Spanien, das ich mir hier nach Leipzig gebracht habe. Eine offene Küche, rustikal schlichte Bestuhlung kombiniert mit frischen Kräutern und zahlreichen spanischen Accessoires. Ich bin in München aufgewachsen, war dort eine ganze Weile. Meine Mutter Spanierin, mein Vater Deutscher. Irgendwann mal kam der Bruch, wo die gesagt haben, lass uns was Neues anfangen. Und dann ging es nach Spanien. Später bin ich dann nachgezogen und war dort 15 Jahre in Andalusien, habe dort in einem Familienbetrieb gearbeitet. Ich war ja sozusagen jemand, der als Quereinsteiger in diesen Betrieb reingekommen ist und durfte also wirklich die tollsten Erfahrungen da mitnehmen. Erfahrungen, die er mit echter Leidenschaft in sein Lokal einbringt. Ja, herzlich willkommen, Herzstück vom Bustamante in meiner Küche. Ja, wie ihr seht, die Küche ist offen gestaltet. Gäste können mir zusehen beim Arbeiten. Den Herd hier, den habe ich vor ungefähr 6 Jahren gekauft. Mein Lohberger, mein Porsche in der Küche. Man sieht mit den roten Knöpfen. Ich habe halt meinen Schwerpunkt mehr auf Küche als auf das Auto. Ich biete im Bustamante spanische, gutbürgerliche Küche an und die in Form von Tapas. Und das Schöne ist eigentlich bei den Tapas-Essen, dass man es teilen kann, dass man sich Zeit nimmt für ein gutes Gespräch, einen guten Wein, ein paar schöne Tapas. Und wichtig ist mir dabei natürlich der Moment, dass der Moment für den Gast auch einfach stimmt. Klingt gut. Und hier kochen wir heute also einen der fantastischen Tapas, die wir hier haben, bei dem wir also Rosmarin brauchen, Schweinefilet und die schwarzen Oliven. Und die Tapas-Würze nennt sich Solomillo. Oh, Solomillo, ein Kunstwort, das sagt nur für mich. Nicht zu verwechseln mit dem italienischen O Sole Mio. Salz dazu? Weil das hat nämlich einen tollen Effekt. Es entsteht nämlich dort, wo das Salzkorn hinfällt, zieht es nämlich Wasser. Wenn man es anschneidet, hat man leicht was Knuspriges dann in diesen Röstaromen. Ja. Das ist sehr lecker. Etwas Olivenöl in die Pfanne. So gehört sich das. Wenn die Pfanne noch kalt ist, gebe ich also jetzt den Rosmarin dazu, dass von Anfang an die ätherischen Öle in das Olivenöl übergehen. Und schon brutzelt das Fett. Wenn es siedet, ist es an der Zeit, das Fleisch in die Pfanne zu hauen. Zwischendurch muss Robert es wenden, damit es von beiden Seiten kross anbrät. So, ich nehme jetzt die schwarzen Oliven. Lecker. Aber was macht er jetzt da mit dem Fleisch? Die Oliven umrühren?
Auf jeden Fall macht er dem Lokal ziemlich Dampf. Das dampft ordentlich, ja. Deswegen haben wir ja die Dunstabzugshaube. Die muss er einen Gang hochschalten, damit das Solo Mio nicht den Gastraum einnebelt. So, jetzt gebe ich es in den Konvektomaten. Im Ofen kann das Fleisch weitergaren. Oder besser im Konvektomaten. Ein auch genannt Dampfgarer. Er hat die Möglichkeit, dass man die Lebensmittel also mit Wasser beschwallen kann. Das heißt, man gibt Wasser hinzu und hat also somit den Effekt, dass also die Feuchtigkeit nicht entzogen wird. So, ich würde jetzt gern die Pimientos al Patron machen. Da gebe ich jetzt wieder Olivenöl, etwas mehr als vorher. Und also jetzt mal hier eine Handvoll von diesem Pimientos. Und ab in die Pfanne. Kurz quetschen, damit es dann nicht so spritzt. Was genau sind denn Pimientos? Das sind also, das ist eine Paprikaart, die also in Spanien klein gehalten werden. Bratpeperoni nennt man sie hier und dort sind es die Pimientos al Patron. Pimientos de Padrón sind ursprünglich ein Gericht aus Galicien. Es ist aber mittlerweile in ganz Spanien beliebt. Ich werde jetzt also das hier entlüften. Da sieht man also schon, die Pimientos al Patron, die sind jetzt soweit. Ich hole mir hier eine Schüssel dazu. Aus dem Öl kommen die Pimientos auf Küchenpapier, das das überschüssige Fett aufsaugt. Auch das Solo Mio muss jetzt aus dem Konvektomaten. Ich benutze viele spanische Produkte, die zum einen Teil von auswärts geliefert werden, zum anderen Teil importiere ich die aus Spanien direkt, weil es einfach vom Geschmack her etwas anders ist. Nochmal kurz in die Pfanne mit dem Fleisch, alles hübsch arrangieren und fertig ist eine spanische Stulle mit Finesse. Nun aber Schluss mit dem Vorgeplänkel. Robert erwartet seine Mitstreiter um den goldenen Teller. Und da sind sie auch schon. Nur eine fehlt. Und Anna? Wo ist Anna? Du, ich habe keine Ahnung, wo die Anna ist. Anna, ich habe Anna angerufen. Ich habe sie nicht erreicht. Keine Ahnung, wo Anna ist. Sie wird wahrscheinlich noch schlafen nach dem gestrigen Tag. Ja, anstrengender Tag gestern gehabt. Ja, aber sie kommt noch. Das denke ich mal schon. Auf jeden Fall. Ja, kommt etwas später. Dann, ich lade euch einfach mal ein. Tretet näher. Ja. Ich habe noch was zu erledigen, bin aber auch gleich wieder da. Okay. Bis dann. Ciao. Guter Messier. Heute bei Ambiente, guten Weinen und Tapas in Bustamante. Ich hoffe, ich kann Sie überzeugen und räume ein paar Punkte mehr ab als die anderen. Klare Ansage, das wollen wir hören. Oh, schön. Ein spanisches Restaurante. Ignacio. Paradies. Das ist ein Paradies. Es wirkt irgendwie alles so wie ein bisschen kleines Wohnzimmer. Weil es ist ein schmaler Raum und auch von der Dekoration her, wenn man so den ersten Eindruck, alles sehr persönlich. Und jetzt kommt noch ein Paradies. Jana. Oh. Hallo, guten Morgen. Ja, ausgeschlafen. Ja, geht schon. Ja. Bestimmt ein, zwei Stunden mehr als ihr. Ich bin heute etwas später gekommen, weil ich meine drei Wecker nicht gehört habe, weil ich geschlafen habe wie ein Stein. Wir sind auch gerade erst rein und ich war schon auf dem Weg in die Küche. Ich wollte gleich in die Küche. Ah ja. Kommst du gleich mit? Wenn ich da einen Kaffee bekommen gehe. Na klar, los. Anna braucht nach gestern Abend im Wegele Koffein. Kaffee, natürlich vegan, ohne Milch. Ignacio und Mike schauen sich im Gastraum um. Ich glaube, der hat spanische Wurzeln. Also der ist ganz, ganz tief verankert mit Spanien. Also ich denke mal, so einen Laden könnte keiner so machen, der nicht eine gewisse Beziehung zu Spanien hat. Ignacio, du bist doch Italiener. Du musst dich doch mit Wein auskennen, oder? Wir sehen ja ganz schön viel. Weine, Italien und Spanien, ja, das ist ein Breitengrad, ja, weiß ja. Aber das sind doch alles ganz andere Weine. Also Spanien ist für mich ein Neuland. Aber er hat ja hier schon... Den kenne ich auch, Faustino. Den kenne ich auch, ja. Also, das ist ein sehr bekannter. Das ist ein sehr bekannter. Von Rioja. Die Weine, so wie er sie präsentiert in dem Rheinregal, finde ich echt wunderschön, weil man findet immer wieder was Neues zu sehen. Es kann ihm nie langweilig werden. Überall Weinflaschen, überall. Oh, was hast du denn da? Na, hier haben wir ein Stück Italien, mitten in Spanien. Das ist ein Tignanello aus der Toskana. Das ist ein sehr, sehr kostbarer Wein, aber leider leer. Leider. Die hätte ich dann heute gerne mit Robert geköpft. Bestimmt wird heute Abend trotzdem die ein oder andere Flasche geköpft. Auch die Damen checken jetzt das Bustamante.
Über das, was sie sehen, sind sie nicht ganz einer Meinung. Ja, so yummy yummy finde ich das nicht mit dem Schinken direkt vor der Nase. Aber ich meine, wenn man nicht neben dem Bein sitzen muss, ja, dann ist das halt so beim Spanier hier. Also ich schneide mir jetzt hier einfach mal ein Stück ab. Anna, du kannst ja weggucken. Ja. Auch wenn es für Veganerin Anna eine harte Probe ist, Silvia probiert ein Stück vom Schinken. Oh, ich freue mich auf den Tag heute. Ja, also ich hätte gerne links von mir die Anna und gleich rechts von mir das Bein. Währenddessen begutachten Mike und Ignacio fachmännisch das Mobiliar. Die sind massiv. Massiv. Das ist richtig schweres Holz. Ja. Ja, du weißt ja, schweres Holz ist teuer, ne? Ja. Also Qualität, ja. Ja, man sitzt gut. Also, wenn ich im Vergleich zu gestern ziehe. Gestern gab es im Wegele neben pur veganer Küche auch eine eher puristische Ausstattung. Guck mal, der Tisch, der ist für zwei Personen. Wo sitzen wir denn heute Abend? Na, wir sind zu viert. Ja, ich denke mal, umsatzmäßig wird sich das ja alles in einen sehr überschaubaren Rahmen halten. Schon alleine wegen der Sitzmöglichkeiten, die ich hier nicht sehe. Das ist eine ganz andere Welt. Ja, muss man also mal so sagen. Hier sitze ich so, als wenn ich am Esstisch sitze. Mhm. Pluspunkt für die Einrichtung. Was sagen die Mädels zur offenen Küche des Bustamante? Hier sieht es doch aus wie bei Robert. In der Wohnung, ne? Wahrscheinlich. Hat ja, ja, die offene Küche. Ja, gefällt mir gut mit der offenen Küche. Ist natürlich, wenn Fleisch gebraten wird, für mich jetzt nicht so schön, aber ja. Ja, wir haben ja gesehen, es hat ja auch eine Lüftung. Hm. Dürfte eigentlich nicht so viel in den Gastraum kommen. Ach, schau dir mal den hübschen Fliesenspiegel an. Ach, das ist ja richtig Andalusien, ne? Hier kann man dann schön seine Hände waschen und aus dem Fenster schauen, direkt in den Park wahrscheinlich. Oh. Auch die Deko, ja, gefällt mir. Sehr zum Wohlfühlen gedacht, ja, auf jeden Fall. Also mit dem Fliesenspiegel, die ganzen Fliesen haben so schöne Muster. Hier das Geschirr. Ja, diese typischen Tapas-Schalen. Die richtigen Tapas-Schalen, ne? Und dann wird es heute Abend wahrscheinlich Tapas geben. Also da kommt das spanische Gefühl auch nochmal richtig rüber, dass man aus diesen Tonschalen, die ja auch sehr stark erhitzt werden können, dass man da draus isst, das ist nochmal was fürs Auge. Denn das Auge ist ja bekanntlich mit. Es bekommt auch im Gastraum viel zu sehen, der voll, aber vor allem liebevoll dekoriert ist. Guck mal hier, alles Sinnfiguren, ja? Was denkst du, ist das ein Hobby von den Robert? Ja. Ja? Das wird gesammelt sein über Familie, ja. Lange. Ja, das macht natürlich ein tolles Ambiente. Man sieht ja viel Liebe zum Detail. Die Dekoration, ich bin ja nur ein Mann, für mich wäre es ein bisschen weniger, manchmal mehr, weil der Raum sehr klein ist. Was denkst du, Ignacio? Ja, ich finde das total toll mit der Dekoration. Ich bin auch Mann, aber ich gehe mit Frau essen. Und das passt dann. Hier haben wir auch noch Bücher. Oh, das ist aber kein Buch. Das ist mal rein. Oh, guck mal hier, das ist die Speisekarte. Was verbirgt sich an Gerichten hinter der kunstvoll verbauten Speisekarte? Das sind alles Tapas, wenn ich das sehe. Mhm. Tapas. Das ist, und das ist ja was für Familienessen. Ja. Schinken vom Iberico, sehr lecker. Ja, 15 Gramm, 4,50 Euro. Das ist es aber auch wert. Da wächst der Appetit. Hunger. Das definitiv nach gestern, ja. Die Speisekarte schaut interessant aus. Mal gucken, was heute Abend alles auf uns zukommt. Wie appetitlich ist das Bustamante in Sachen Sauberkeit? Anna und Silvia machen den Check. Oh, ist auch schon ein älteres Modell. Ja, kann ich nichts zu sagen. Sauber muss es sein. Das merkt man immer hier in den Ecken. Und? Ja. Die ist nicht sauber. Da sammelt sich dann alles an, diese klebrige Masse, so richtiger Schmodder. Schmodder, das klingt echt unappetitlich. Und was sagt unser Wirt dazu? Schmodder? Spülmaschine? In Thema Spülmaschine. Ja, das Thema gehe ich wenig an, beziehungsweise kontrolliere da viel zu wenig. Ja, ganz offensichtlich. Ja, einfach mal die Ecken auswischen und dann hat sich die Sache auch erledigt. Ja, mit einem Schwamm drüber. Es ist schon dunkel in Klein Chocha. Die Gäste setzen sich zu Tisch und freuen sich auf den spanischen Abend.
Bei mir kommt das spanische Gefühl schon wirklich hoch, wenn ich hier sitze. Bei euch auch? Ja, ist sehr gemütlich auf jeden Fall mit den Fliesen. Das hat schon alles seinen Flair und seinen Charme. Ja, ja, hier Matador-Kluft. Una Gitarra, ja, schön Flamenco. Muss man fragen, ob er Gitarre spielen kann, der Robert. Ja, wenn du dazu tanzt, dann frage ich ihn. Also wenn er Flamenco macht, ich tanze Flamenco. Oh. Ich muss nur meine Badelatschen holen. Ja. Und dann geht das, ja, dann geht das mit den Kastagnetten. Oh, ja. Auf geht's. Kellnerin Natalia serviert die Speisekarte. Robert die Geschichte der Tapas. Ich habe hier 5 Sterne gebracht und wollte dazu eine Geschichte erzählen, wie die Tapa so entstanden ist. Und zwar hat nämlich der spanische König, als er nach San Lucas de Barrameda kam, hat er nämlich auf das Sherryglas, das der König bestellt hatte, einen Schinken draufgelegt. Und als der König dann das Glas bekommen hat mit dem Schinken drauf, hat er gemeint, was soll denn das hier mit dem Schinken oben drauf? Und dann meinte dann der Gastwirt, das ist eine Tapa, damit keine Fliegen reinfliegen. Das hat dem König sehr gut gefallen, sodass er dann seinen nächsten Sherry ebenso mit einer Tapa bestellt hat. Und Tapa ist nämlich der Begriff für Deckel. Dankeschön. Und du darfst ja nicht mal die Lippen anfeuchten. Dann mache ich das für dich. Gerne. Ja? Hätte er ja auch eine Aubergine aufs Glas legen können. Eine halbe. Ja, ich wünsche uns einen schönen Abend. Lasst es euch schmecken. Also man nimmt den Schinken ein bisschen schon vorab, kaut etwas drauf, den Sherry dazu im Mund. Ja, das fand ich ganz toll. Es ist immer schön, wenn eine Sache einen Hintergrund hat. Ja? Also, dass es Geschichte hat, Tradition. Wir sind auch sehr traditionsbewusst und deswegen finde ich das schön. Natalia hat die Karte. Ja, danke. Guckt mal rein, ob ihr auch was Passendes findet. Also ich würde vorschlagen, dass wir also die erste Runde also kalte Tapas machen und in der zweiten Runde also warme Tapas, wo auch dann für jeden was mit dabei ist. Ja, bringst du uns einfach eine Auswahl von allem und wir... Gemischte Tapas, ja, also Antipasti. Gerne, machen wir so einen ersten Lauf und dann ein zweites Mal noch, ja. Genau. Ich erwarte von Robert, dass er die Tapas, die er nur kaufen kann, wie Oliven zum Beispiel, dass er da auch wirklich eine sehr gute Qualität nimmt. Und dass er die Tapas, die er selber machen kann, dann auch wirklich selber macht. Tapas sind perfekt, um viele Gerichte zu probieren. Was empfiehlt Natalia als Dessert? Wir haben die Tarte O. Das ist eine karamellisierte Orangentarte auf dem Blätterteig. Der Blätterteig, ist der mit Butter oder mit Margarine? Mit Butter. Ah, okay. Also steht vielleicht die Möglichkeit, das einfach wegzulassen noch bei einer Portion? Ja, können wir machen. Na cool. Ich habe dann einfach auch von mir aus vorgeschlagen, den Blätterteig einfach wegzulassen. Ich will niemanden Umstände machen. Ich komme einfach mal mit in die Küche. Wollt ihr noch mal reinschauen? Vielleicht kann Anna in der Küche ja was Veganes abstauben. Dort herrscht Hochbetrieb. Robert und seine Mitarbeiter bereiten die Vorspeisen zu. Hallo, lieber Robert. Grüß dich. Schneidest du gerade vielleicht Tomaten auf? Ja, also ich mache den Salmorejo, also eine kalte Tomatensuppe. Ich schneide also die Hälfte ein bisschen ungenau auf. Kennst du denn eigentlich die Thermomix? Ich kenne den, ja. Aber ich habe ihn selber nicht und ich habe ihn auch noch nicht bedient. Eine riesige Maschine, womit man Sachen zerkleinern kann. Das Tolle an dieser Maschine ist, dass das Messer nicht scharf ist, sondern die Sachen werden gerissen und also man kreiert also sozusagen eine größere Oberfläche und damit auch mehr Geschmack. Man kann die Temperatur einstellen, man kann eine Suppe Rohkost zubereiten oder man kann sie ganz heiß machen. Wäre das was für dich? Ja, klar. Aber da fehlt mir noch ein bisschen Kapital dazu, weil die Teile sind mega teuer. Hier habe ich jetzt ein 3 Stück von der roten Paprika. Erstmal ist es gut, dass man die dazu gibt. Einfach gibt eine schöne Farbe. Und noch dazu vom Geschmack her. Hat so einen leichten, süßlichen Geschmack. Das ist einfach immer schön angenehm. Schön. Ja, dann bräuchte ich jetzt etwas Knoblauch. Dann nehme ich diesen chinesischen Knoblauch. Wenn man den also jetzt hier so ein bisschen anknackt. Ach was. So knackst du das auf? Ja, ich breche das leicht an und dann schneidet man das in der Hälfte durch und hat dann also hier dann schon rausgeschält, die eine Hälfte. Die gebe ich mit hinzu. Dann noch eine ordentliche Prise Salz dazu, Pflanzenöl und schon macht die trendige Küchenhilfe für Robert die Arbeit.
Es wird sehr, sehr laut. Okay. Okay. Also anzuhalten? Anzuhalten. Krawall in der offenen Küche des Bustamante? Ob das so eine gute Idee ist? Hoffentlich müssen sich da nicht auch die Gäste die Uhren zuhalten. So. Erstmal kosten. Also es riecht auf jeden Fall schon sehr fantastisch. Schmeckt es auch so? Ich würde es dabei lassen. Es kommen Semmelbrösel hinzu. Nochmal mixen. Fertig ist eine echte Spezialität des Bustamante, die traditionelle kalte Tomatensuppe Salmorejo. Hier meckert er. Nein, die Zeit war um. Jetzt sieht das schon besser aus. Oh ja, fantastisch. Ja? Ich muss jetzt weitermachen und würde dann gleich noch mal zu dir an den Tisch kommen wollen mit all den anderen Speisen. Ach, das war ein charmanter Rauswurf, Roman. Danke dir. Na dann, halt euch, frohes Schaffen. In der Ruhe liegt die Kraft, ne? Danke. Ciao, ich freue mich. Tschüss.